Also ich glaube, mein Problem damit ist jetzt einfach, die überspannen den Bogen jetzt gerade ein schön. Damit. Die wiederholen sich extrem gerade. Das macht es jetzt wirklich gerade ein bisschen nervend. Also, jetzt ist ja klar, irgendwie, wir haben uns jetzt zweimal durch dieses Areal da unten gemetzelt. Irgendwie muss dann jetzt noch ein drittes Mal sein? Mit dem gleichen Gegnertypen? Das ist doch Quatsch, eigentlich. Finde ich. Finde Dani auf den Dächern. So, Janik Sage. Okay, wir haben hier zwei neue, die können wir uns mal kurz anhören. Das war einmal Mr. Barr. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es kam von da unten. Das ist witzig, jetzt hast du eine Frauenstimme. Das ganze Gelände ist abgeriegelt. Okay. Moment. Was war denn mit Janik? Janik Sage. Ich hatte keine Wahl. Durfte nicht zulassen, dass es sich weiter ausbreitet. Sie waren natürlich alle ersetzbar. Aber was wir gefunden haben, was ich gefunden habe, das könnte der Schlüssel zu allem sein. Ich okay, was hast du gefunden? Den Kreis aufnehmen. Und wer ist der Kreis? Wovon quatscht ihr hier? Könnte man mal vielleicht die Schraube jemand festziehen? Oder hat jemand ein bisschen Tesaband? Na, Hallöchen. Kreditos. Wir wissen tatsächlich über Frau Nakamura auch einfach noch gar nichts irgendwie. Ne? Das ist halt so ein komplettes Mysterium für uns. Also es scheint so, als wenn sie die Wahrheit über irgendwas herausfinden will. Na, kommst du? Wo kommst du? Das ist jetzt natürlich blöd. Ist das ein Dicker oder was? Ich hab sie mutiert. Hartnäckiger Penner. Aber ich schlage härter zu. Oh, so, okay. Nein! So, nun Pistole mal wieder hier. Nein, hör doch mal auf. Wieso denn eh? Wieso eh? Moment mal. Schau mal an, er macht das gleiche mit dem Rädchen. Also die gleiche Aktion mit dem Stars-Handschuh macht er auch auf E. Ist ja interessant. Wahrscheinlich ist das irgendwann mal aufgeploppt. Ganz. Hier wird nicht errannt. Cut off their limbs. So. Gar nichts bei? Das war auch komisch. So. Rilödel, die Lödel. Und die nächste weg.
wird Senate Boyd. Boyd? Boyd? Die UJC versammelt alle auf dem Hightown Square, um sie dort zu impfen. Endlich kommen wir hier raus. Ah, weiß ich nicht. Meinst du Boyd? Das wird nicht Boyd heißen, aber ich nenne ihn jetzt Boyd. Rooftop. Auch zum Bad. Zum Baderaum geht's da lang. Da habe ich ja mal eine dringende Bedürfnis, mich mal immer wegs mal sauber zu machen. Mit Musik? Show. Oh, schön. Kleiner Sternenhimmel. Hat sich einer Mühe gegeben. Das finde ich schön. Der hat doch schon keinen Kopf mehr, Mann. Munition mehr! Und er beknackt den Aufstandsflinte! So, ich habe das dringende Bedürfnis, diese Flinte zu verkaufen. Echt jetzt? Kann doch nicht wahr sein. Ja, und? Kommt wieder jemand aus dem Klo? Schlüssel, schön, nehmen wir mit. Wunderbar, Akku brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht. Let's get to the rooftop. Ist hier was Schönes? Oh. Warum? Ist doch nicht dein Ernst, Alter. Wieso denn? Was, wo war, was hat das denn gerade? Ach, so ein Explosionsvieh vielleicht? Nein, hau ab, hau ab! Lass mich mit deiner ekligen Scheiße in Ruhe! Da steht wieder auf! Jetzt nicht mehr. Na sag mal. Ich glaube, takt. Was ist denn hier nur los? Von wo kam der denn jetzt bitte gerade? Von da oben! Ist er weg? Nee, ist er immer noch da, ne? So, nun ist hoffentlich mal Ruhe hier. Ein Schuss. Zack, Sicherung drin. Oh, ein Drucker. Wunderbar. Schön. Perfekt. Ebenfalls wunderbar. Na, das sieht doch super aus. Kann man Heilgel nehmen? Zweimal sogar. Schön. Und nochmal ein neues schönes Implantat. Von Jiquan Park. Die UJC steht hier zur Seite. Sturmgewehr, ein Sturmgewehr. Is it?
Das ist ein Sturmauto. Was? Automatikpistole. Nee, da ist es. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich Bock drauf. Das darf man gerne sein. Wird in ihre Arbeitsakte verlangt. Oh, schau mal, meine Arbeitsakte. UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Nice. Hallo. Das sieht doch sexy aus. So, können wir noch verkaufen? Na klar, können wir. Das wird verkauft. Das wird. Was ist das denn? CPU-Drucker? Der ist nur zum Verkaufen, ne? Oder? Scheint so. Schön. Schön, schön, schön. Dann könnten wir tatsächlich nochmal schauen, ob wir hier uns höhere Kapazität würde gehen. Höhere Kapazität. Ist beim Sturmgewehr eigentlich immer eine gute Sache. Entnehmen. 1300. Okay, für das Magnum Upgrade brauchen wir 1,5. Automatikpistole. Zeckt mich nicht an, muss ich sagen. Schaden ist so sehr gering. Die blöde Aufstandsflinte. Also Damage macht es ja wirklich eine Menge. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Aber. Was haben wir denn? 900. Ach, wir ziehen es durch. Wir ziehen es einfach durch. Stabilitätsupgrade und dann eventuell noch mehr Munition in der Kapazität. Vielleicht wird es noch irgendwie attraktiv. Vielleicht kann ich sie mir noch schön machen. Explosive Schuss Upgrade. So, okay. Dann mal rein. Danke, Arbeiter. Danke, Arbeiter. Okay. Abgeschlossen. Cool. Damit. Ah, er füllt es aber nicht gleich automatisch auf. Schade. So, sind wir jetzt auf dem Dach. Oh, Nakamura. Ja, was war das denn schon wieder für ein. Wartet. Ich komme näher. Ja, kommst du. So. Wir natürlich mal wissen. 40. 40 ist nicht doll. 20 im Lauf. Aber ich will natürlich gerne mal sehen, wie sie ist. Kurz nochmal testen. Okay, drüben sind wir. Und wie ist es? Was machst denn du da? Dani. Ich geh nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Was ist denn? Entspann dich. Toll. Lass mich raten, der fällt wieder ganz nach unten. Nein! Was ist passiert? Tut mir leid. Okay, das sind ihre Leute oder was? Oder halluziniert sie? Was tut sie? Dani. Hey, Dani. Fass mich nicht an! Na, hallo, sind wir wieder bei uns? Okay, schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Eine Leiche. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert.
Sie töteten alle, um es einzudämmen. Keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arkans, Black Iron, Europa. Nein, das ist schon wieder. Oh nein. Schön, der ist schon wieder. Ach toll. Schön, 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 schön. Macht er hier meine Deckung kaputt? Ja, macht er. Oh, schon ein bisschen die Nutzer eingetrümmert. Oh, wer bist du? Oh, no, 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 no. Ugh. Ah, Mist. Nein, kann ich mir nachladen? Alter. Geil, wir haben ihn bekommen. Oh, das war nicht schlecht. Das war nice. Bin ich sagen. Okay, finden wir, warte mal, guck mal, bevor wir jetzt Dani folgen, hier ist doch bestimmt noch ein bisschen was zu holen. Wirst du nicht, dass meine Erinnerung so übertragen kann? Macht hier ein Foto? Nee, macht er nicht. Oh, tut mir leid. Sorry. Ja, warte mit der Exposition bitte. Das war natürlich fies, wenn jetzt mal andere mit dazukommen. Während dich der Oberboss verfolgt, das ist natürlich eine fiese Kiste. Revolver-Munition. Er gibt dir gefühlt immer das, was du nicht benutzt. Oder benutzen willst. Ich nix. So, Dani, wo bist du? Da vorne bist du. Du bist hier unten gelandet. Ja, komm gleich mit, komm gleich mit. Oh, er rennt auch nicht auf den Matsch. Er rennt doch überhaupt nicht. Wahrscheinlich redet sie gerade. Ich hoffe, sie erzählt da unten jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche wichtigen Sachen. Ja, ja, müssen wir hier gucken und da gucken und bababa und bababa hier. Inventory voll. Moment. Wie sieht's denn aus bei mir mit der Heilung? Drei Stück. Das lasse ich mir noch nicht durch die Lappen gehen. So, würdest du mir nochmal erklären? Ich hab gar nicht zugehört. Tut jetzt auch wieder nicht, weil ich hier ständig auf Loot schaue. Denn mein Name ist Ludwig von Beethoven. Ach, der Kanal ist einfach für solche Spritzchen, tollen Sprüche bekannt. Ich weiß nicht, das vierte Mal ist jetzt irgendwo runtergefallen.
Das wievielte Mal? Geht's dir gut? Ja, der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Geht weiter, wir treffen uns dort. Du kannst ja schon förmlich ein Trinkspiel draus machen. Ach je. So, da vorne ist ein Drucker. Schnell mal hin. Trifft sich wieder mit Dani. Strommehlwehrmunition. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Die UJC steht dir zur Seite. Ach, sie steht mir zur Seite. Das ist doch toll. Was kostet denn... Oh, Ending haben wir tatsächlich eine Sturmgewehrmunition. 140. Aktivierung der Druckfertigung. Machen wir mal immer. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Entnehmen. Guti. Gehen wir weiter. Zuschlagen. So, was hast du dabei? Ist nichts dabei? Alter, nichts dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich... Oh, was hat der denn hier, Alter? So, eat this, mein Freund. Und Beine weggehauen. Boom. So, kleiner Neckbreaker. Alles ist zu. Ich bin am Arsch. So, jetzt bin ich hier schon wieder ganz unten. Das kann doch alles nicht wahr sein, Alter. Wieso denn? Wieso nur zur Hölle? Also wieder hoch, oder was? Ist ja toll. So, ja, bin ich das, ja? Bin ich also gleich da. Ich krieg hier nämlich nur auf die Fresse, weil ich alle fünfmal laufen muss hier. Können wir jetzt liegen bleiben? Dankeschön. Das ist total lieb von dir, Mann. So, Leben haben wir wieder ein bisschen zurückbekommen. Gucken, ob der noch was bei hat. Jawohl, ein paar Protokolle. Protokolle. Ein paar Credits. Ich sagte schon mal, dass ich mir sowas wie so ein Pathfinder wünsche irgendwie, dass man einfach sieht, wo man hinlaufen muss, weil ich jetzt einfach hier fühlt alles irgendwie zum x-ten Mal ablaufe und ich nicht wirklich Facebook jetzt hin. Scheinbar muss ich hier. Geh durch! Das mache ich. Sinnlos. Einfach sinnlos. Kaum zu glauben, dass hier Menschen gelebt haben. Keine Wahl. Manche bis heute nicht. Tja. Dann mach mal auf das Ding, Dani. Okay. Gut. Aha. Warte. Was ist das für eine Gruppe? War die früher nicht da? Nein. Damals nicht. Sieht auch etwas neuer aus. Hier war hier ein Minenschacht. Der führte zur Oberfläche. Sollten Sie den abdecken? Keine Ahnung. Aber wir müssen da durch, um zum Gefängnis zu kommen. Ich kann mich immer noch aufregen, dass ich zum Gefängnis zurück muss. Es ist. Ich finde es.
Na gut, gehen wir einfach mal in die Kuppel rein. Schauen wir mal. Ist das nicht hier? Haben die Kinder gesessen oder was? Gut. Das ist natürlich auch die Frage, was... Ach du Scheiße. Okay, alles klar. Na, ich wusste doch, die haben irgendwelche Pilze, Pflanzen, irgendwas in der Richtung gefunden. Sehen Sie mal, wie wir irgendwas bloß hier extrahiert haben. Schon vor Jahrzehnten hier passiert ist und was er damals schon so gemanagt hat. Ihr Pfeifen, ist halt mal dasselbe. Eine Art beschleunigter Evolution. Ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen, um zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Die sagen so, als wenn... Sollte da was klicken? Der Paramo-Effekt. Gibt's das wirklich? Denke nicht, oder? Noch nie was von ihr hört. Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet. Aha. Und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Testsubjekten. Oh, Chefisch ist es. Eingebaut. Es war alles eine Art Experiment. Ja. Das ist halt schon ein bisschen Umbrella-like irgendwie, ne? Für Solitarius. What das auch immer sein mag. Okay, hier jetzt anscheinend in die... Ne, hier jetzt noch nicht in die Mine runter. Aber wir gucken mal. Oh Gott, das sieht ja... Wie gesagt, wie das jetzt sieht einfach grauenhaft aus. Aber wenn hier Wasser ist, heißt das nicht... Warte mal, wenn Wasser da ist, dass eine Atmosphäre da ist? Aber gut, okay, die Zusammensetzung der Atmosphäre kann ja... dennoch toxisch sein. Unter der... Oh... Hui, Alter. Eine fremde Lebensform, freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Kallistos durchdrang. Als wir ankamen, war sie schon tot, von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven, die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor. Das war schließlich das, was Mrs. Nakamura gesammelt hat. Oder erhofft hat. So finden auf wir uns. Europa. Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlingen. Oh, schön als okay. Medizin geplant. Getarnt. Dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Er wurde zwar beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet, doch sein Körper wurde nach Black Island gebracht und diente als Basis des Forschungsprogramms. Oh Gott. 5, 2, 1! Tja, wer das wohl sein wird. Wir sind noch nicht fertig. Wir fahren zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Okay. Okay, Tritt kann ich also nicht ausweichen. Ja, schnell, das ist echt schnell. Yeah!
Oh. Alter. Das ist so unverhältnismäßig.